Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Ministerin, meine sehr geehrten Kollegen. Ich finde es immer wieder spannend und herzerfrischend, wenn zum Beispiel so wie der Pepper mit Engagement, das will ich ihm gar nicht ansprechen, da heraussteht und sagt, wir kämpfen nur für die arbeitnehmende Bevölkerung. Wer hat denn dem 8. Dezember zugestimmt, dass das jetzt ein ganz normaler Einkaufstag ist? Dann ist es nicht schlimm, dann ist es nicht tragisch, dann tun wir die Arbeitnehmer nicht zum Arbeiten zwingen. Wer hat denn zugestimmt den langen Ladenöffnungszeiten? Wer hat denn das gemacht? Dann ist es wieder nicht schlimm, weil dann ist es ja von der Gewerkschaft. Und das ist einfach etwas, was ich einfach so arg ihm zu tun, als ob ihr die Heiligen wart und wir diejenigen, die einfach, und man muss auch eines sagen, Demokratie ist Interessensausgleich. Und natürlich wird es oft bei vielen Entscheidungen so sein, dass es für eine Gruppe besser ist und für eine andere Gruppe etwas schlechter. Aber jetzt ehrlich, meine Herrschaften, dass es uns auch so gut geht, haben wir sowohl allen arbeitenden Menschen, allen Unternehmern, allen Arbeitgebern zu danken, weil ohne beide funktioniert das System nicht. Und ich darf schon daran erinnern, dass diese Regelung sehr, sehr alt ist. Und ich kann mich nicht erinnern an einen einzigen Arbeitnehmer, der irgendwann auf der Straße war, sonst irgendjemand sich darüber aufgeregt hat. Wir Katholiken haben das nicht als unfair empfunden. Wir haben das so hingenommen und das war in Ordnung. Und wenn es ums Wegnehmen geht, es war die GPA, die mir in meinem Kollektivvertrag auf einmal den arbeitsfreien Karfreitag wieder streichen hat lassen. Interessant. Interessant. Da ist kein Problem. Ich kenne dich ja noch ein paar Sachen über Kollektivverträge, die ihr inzwischen verhandelt, ob die nur schlechter Stellungen sind, das machen wir anders mal. So. Und die Frau Gruber, Frau der SPÖ, hat in ihrem Eingang ja zitiert aus unserem wunderbaren und für Österreich sehr wichtigen Regierungsprogramm, dass wir zum Wohle aller Österreicher und Österreicherinnen handeln. Für uns gehören aber auch die Arbeitgeber und Unternehmer dazu. Auch das sind Österreicher und Österreicherinnen. Und weil sie uns vorwerfen, dass wir uns verweigert hätten, mit Experten darüber zu reden. Na, wer sind denn die besten Experten? Natürlich die beiden Bischöfe, die von dieser Regelung betroffen sind. Und weil wir mit diesen Experten, die wirklich Experten in dieser Sache sind, gesprochen haben, hat sich natürlich die Abänderung des Antrages etwas verzögert. Aber wenn sogar der katholische Bischof und auch der evangelische Superintendent das Ganze für in Ordnung befindet, dann wird es wohl für euch auch passen, oder? So. Und kurz noch auf die Wortmeldung von der Frau Holzinger-Vogtnober, die heraus war und gesagt hat, das ist ein Blödsinn, wir brauchen ja dieses Gesetz nicht, weil das ist so und so möglich, man kann sie jederzeit einen Urlaubstag nehmen. Dann darf ich die Kollegin ein bisschen ins Urlaubsgesetz einführen. Der Paragraph 4 des Urlaubsgesetzes sagte nämlich, dass Urlaubsverbrauch und Antritt im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber unter Berücksichtigung sämtlicher wirtschaftlicher Interessen zu vereinbaren ist. Und vereinbaren heißt, es gibt zwei Partner, die sich über etwas einig werden und dann sagen, ja, so geht's. Die Änderung von uns, dieser eine zusätzliche persönliche Feiertag oder Urlaubstag, kann ohne Vereinbarung konsumiert werden. Dann in § 4 Absatz 3 steht, in § 4, und das ist das Wesentliche, steht, Urlaub kann in zwei Teilen konsumiert werden. Wobei aber laut Gesetz ein Teil mindestens 6 Werktage beinhalten muss. Und deshalb müssen wir das Gesetz machen, weil sonst würde die Regierung gegen das Urlaubsgesetz handeln, weil da gibt es eine tageweise Urlaubskonsumation nicht. Und deshalb ist es so wichtig. So, und jetzt bringe ich eben diesen Antrag ein. Gesamtänderter Antrag der Abgeordneten Petra Haubner, Andrea Michaela Schartl, Kolleginnen und Kollegen, zum Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitsruhegesetz, das Backup
Freiarbeiter- und Arbeiterinnengesetz 1996, das Feiertagsruhegesetz 1957, das Landarbeitergesetz 1984 und das Land- und Forstarbeiterdienstrechtsgesetz geändert werden. 500 DB. Andrea Michaela Schartl von der FPÖ setzt sich für den Gesetzesantrag ein.